Ich habe euch gefunden. Sprecht mit mir für einen Moment, wenn es geht. Seid gegrüßt. Ich bin Vanos Galerion, Oberhaupt der Magiergilde. Ich brauche eure Hilfe. Ja, es wird höchste Zeit, dass Tamriel aus den Fängen Molag Bals befreit wird. Die Anker, die Daedra, die Untoten, sie verwüsten unsere zerbrechliche Ebene der Sterblichen. Ich habe einen Plan und ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, ihr seid die Einzige, die mir helfen kann, diese Sache zu Ende zu bringen. Ich möchte, dass ihr Rasumdar trefft, das Oberhaupt der Augen der Königin. Er wird bei der Magiergilde in Himmelswacht sein. Selbst Eirens persönliche Agenten halten meine Idee für vernünftig. Ich komme bald nach. Ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Wie ich schon in meinem meistverkauften Buch Damen in Grün erwähnte, sind die Windelfen von Natur aus gekauft. Ich habe alles, wenn ihr das nächste Mal eine seht. Reisende, einen Augenblick bitte! Hier drüben, Initianden. Es scheint, als wären wir gerade eben erst in Düne gewesen, ja? Es ist gut, dass Ras so flink auf seinen Beinen ist, sonst müsstet ihr auf ihn warten, so wie wir auf die Gildenmeisterin warten. Ja. Vanos Galerion von der Magiergilde hat nach eurer Anwesenheit verlangt. Er sollte bald hier sein. Er bittet um eure Unterstützung bei einer hoffnungslosen Aufgabe. Er möchte die Anführer der Allianzen für ein Treffen zusammenbringen. Eines, bei dem alle Anwesenden überleben. Natürlich ist das Wahnsinn, aber die Königin hat Ras versprochen, er bekommt, was auch immer er sich wünscht. Die Königin sagt Ras, dass ihr in ihrem Namen sprecht, ja? Das ist eine große Verantwortung. Besser ihr als Ras. Seid ihr euch bewusst, was geschehen muss? Bestimmte Botengänge sind unvermeidlich. Gefährliche Botengänge. Diese werden für unser aller Sicherheit sorgen. Dieser muss möglicherweise delegieren. Ja, natürlich. Kariel wird es tun. Ah, das war nicht schwer. Arbeit für Kariel. Niemals. Tut es selbst. Was? Warum? Drosse ist ein mörderischer Verrückter. Und Kupferdaria? Sie kann mich nicht besonders gut leiden. Warum ist Kupferdaria unzufrieden mit Kariel? Vielleicht ließ ich ein Gebäude über ihr zusammenbrechen. Versehentlich. Ah ja,
Dieser hat vergessen. Nun gut, Ras wird sich darum kümmern. Und er wird Kupfer-Daria eure wärmsten Grüße zukommen lassen. Entschuldigt meine Verspätung. Verdammt, Ras! Nicht so nah! Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Ich habe mit Gräfin Hakruba über die Kriegergilde gesprochen. Unsere beiden Gilden glauben, die Zeit ist reif, den Kampf nach Kalthafen zu tragen. Aber das bringt uns in eine schwierige politische Lage. Vertrauen, wie immer. Die Anführer der Allianzen werden nie zustimmen, gemeinsam vorzugehen. Und wenn unsere Gilden nur mit einer Allianz arbeiten, so werden es die anderen beiden als Verrat ansehen. Für unsere beiden Gilden ist unsere Neutralität unsere Stärke. Wir können es uns nicht leisten, auf beiden Seiten zu stehen. Der Krieg in Cyrodiil ist lang und blutig. Und alle drei Allianzen sind schwach aufgestellt. Sie können keine Ressourcen für einen Angriff auf Kalthafen entbehren, ohne sich selbst zu schwächen. Ich möchte alle drei Anführer zusammenbringen. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Ihr seid in einer einzigartigen Position. Ihr dürft mit Autorität sprechen, aber ihr seid keine Anführerin einer Allianz. Ihr seid respektiert. Ihr habt einen Ruf. Vielleicht lassen sie euch zu Wort kommen, bevor sie sich gegenseitig an die Kehlen springen. Kurz gesagt, ihr seid die perfekte Diplomatin. Ich habe den perfekten Ort für das Treffen gefunden. Ein neutraler Ort, fernab von umkämpften Territorien. Eine Insel mit dem Namen Stirk. Ich kann euch eine Audienz mit jedem Anführer verschaffen und für eine magische Anreise sorgen. Ihr müsst sie nur davon überzeugen, nach Stirk zu reisen. Das ist alles, worum ich bitte. Ich werde das Portal öffnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit euch reise und als neutrale Partei die Vorstellung übernehme. Das könnte die Sache erleichtern. Verehrter Großkönig Emmerich, ich danke euch dafür, dass ihr an diesem Treffen teilnehmt. Ich würde es nie wagen, eure Zeit ohne guten Grund in Anspruch zu nehmen. Wir kennen einander jetzt schon geraume Zeit, Meister Galerion. Ihr seid nicht für eure kapriziösen Launen bekannt. Doch sagt mir, wer ist eure Begleiterin? Das, Eure Majestät, ist die persönliche Vertreterin von Königin Eiren, gesandt, um mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise zu sprechen. Also schickt Königin Eiren ihren persönlichen Champion in die Festung ihres größten Feindes? Entweder setzt sie sehr viel Vertrauen in euch, oder sie versucht euch umzubringen. Ich bin fasziniert. Kommt, sprechen wir. Bei Dibellas Beinen, ihr seid mir ja eine tapfere Reckin. Sogar die Barden von Wegesruh besingen eure Taten. Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, euch eines Tages kennenzulernen. Wir schärfen unsere Klingen am selben Wetzstein, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann sagt mir, ist es Wahnsinn, der euch dazu bringt, hier dermaßen hereinzustürmen? Oder wollt ihr euch im Namen eures Volkes ergeben? Wenn dem so ist, nehme ich an. Das ist zwar ein ziemlich tristes Thema, aber das ist mir immer noch lieber als aufgeregte Worte wie »Ich bin gekommen, um euch zu töten, Eure Majestät« zu hören. Es ist fast ermunternd, dass ihr das nicht gesagt habt. Ihr wollt also über unseren dädrischen Lieblingsfürsten sprechen. Was ist mit ihm? Ha, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss mich verhört haben. Einen Moment dachte ich, ihr hättet gesagt, ihr wollt gegen einen dädrischen Fürsten kämpfen. Ganz besonders witzig wäre das, wenn ihr dafür auch noch meine Hilfe wollen würdet. Also, was habt ihr gerade noch gleich gesagt? Das wäre der reinste Wahnsinn. Aber mir gefällt der Gedanke, sowas in den Geschichtsbüchern neben meinem Namen zu lesen. In Ordnung. Wenn Eiren und Jorun erscheinen, dann werde ich auch da sein. Sollte das allerdings ein Attentat werden, dann werde ich euch mit mir nehmen. Sagt Kariel, dass ich hoffentlich bald mal auf einen Besuch reinschneiden werde. Aus einem Obergeschoss. Sie weiß dann schon, was gemeint ist. Ihr habt euch also mit dem Feind abgegeben, Daria, oder?
Nur damit ihr es wisst. Ich wusste das bereits. Oh, ich mische für mein Leben gern, Eure Majestät. Eines Tages werde ich denen mal was ins Essen mischen. Das lief gut, glaube ich. Sollen wir weitermachen? Nach Gramfeste, wo Skaldenkönig Jorun auf uns wartet. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass sein Palast derzeit unzugänglich ist. Und der Tempel des Tribunals ist aus einer ganzen Reihe von Gründen unpassend. Er hat angeboten, uns auf dem Gildenplatz zu treffen. Sollen wir? Passt auf, was ihr tut, Außenseiter. Gebt uns einen guten Grund und die Wappenträger werden euch auf der Stelle niedermähen. Wir setzen euch in Flammen. Und euch zerschmettern. Nach Fragen? Verehrter Skaldenkönig, ihr wart ich stehe es, vor euch eine mit Chance, mit diese Dominions mitzubringen. Bitte fahrt fort, Meister Galerion. Meine Begleiterin hofft, mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise reden zu dürfen. Von dieser da habe ich schon gehört. Der Skaldenkönig schätzt die Tapferen und die Ungestümen, selbst unter seinen Feinden. Kommt, Gesandte. Reden wir. Da ihr den weiten Weg hierher gekommen seid, werde ich eure Hinrichtung aufschieben. Aber wählt eure nächsten Worte weise. Ich bin kein geduldiger König. Nun, ich bin sowohl misstrauisch als auch neugierig. Falls ihr allerdings eine Attentäterin seid, dann tut, was ihr tun müsst. Aber vergesst nicht, ihr werdet mit mir nach Sovngarde kommen. Den Tod zu fürchten, heißt das Leben fürchten. Ich bin ein Nord. Wenn meine Zeit kommt, dann heiße ich ihn willkommen. Sovngarde wird glorreich sein. Keine Sitzungen, keine Intrigen. Aber ihr seid nicht zum Philosophieren gekommen. Was wollt ihr? Und wer würde das tun? Alle drei Allianzen? Haben Portalreisen euer Hirn durchgeschüttelt? Sprecht einfach. Worum wollt ihr mich bitten? Wo die Armee aller Flaggen geboren wurde. Wenn die anderen Anführer zustimmen, nehme ich teil. Wenn es nichts bringt, sollte es zumindest eine gute Geschichte abgeben. Und jetzt geht, bevor mein Abendmahl kalt wird. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Gute Arbeit! Wir müssen zurückkehren und mit den Vorbereitungen beginnen. Wir haben viel zu tun. Kommt! Alle drei Anführer haben zugestimmt, sich mit uns auf Stirk zu treffen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Einzeln sind die Anführer ja einigermaßen bei Sinnen und geradezu vernünftig. Aber wenn man sie zusammensteckt und... Nun, ihr werdet es schon noch früh genug sehen. Alles ist vorbereitet. Seid ihr bereit, zum Gipfel zu reisen? Bitte, die Anführer der Allianzen warten.